Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Video, heute mit dem Titel Wanderer zwischen den Welten. Hat mit Image Streaming zu tun. Das ist unser Weg, unser Tor in diese anderen Welten, so nenne ich das mal. Und ein guter Begleiter. Es gibt verschiedene Wege, sei es Träume. Diese Welten. Wir können eintreten durch luzides Träumen, Klarträumen in diese Welten, andere Dimensionen beschreiten und eben auch durch Meditation in verschiedenen Formen und auch durch unsere Fähigkeiten, wenn wir sie fördern in uns, eben mit diesem Image Streaming. Ich habe mir nur ein paar Punkte notiert, damit ich nichts vergesse. Ein Punkt ist innere Ruhe, dass du ein bisschen geübt bist, in diese Stille zu gehen. Und der nächste Schritt ist dann unsere Vorstellungskraft, dass wir die ein bisschen schulen, innere Bilder zu sehen und wahrzunehmen in uns. Dann ist es der Glaube. Ich kann das. Und dann haben wir die Wahrnehmung innen, wahrzunehmen, was ist, was da stattfindet. Und dann hat diesen Impuls, diese innere andere Welt einzutauchen. Und ich möchte jetzt ganz kurz versuchen, mit dir so eine Meditation zu machen, so eine geführte Meditation in eine andere Welt für einen Moment. Wie lange entscheidet jeder für sich selber? Du musst auch keine Angst haben. Du kannst jederzeit aussteigen, denn du bestimmst alles. Das heißt, wir meditieren, gehen in diese Stille. Der Einstieg ist unser Atem. Weil der Atem unsere Schwingung steuert. Und wenn wir dann in einen schönen, sanften, gleichmäßigen Atemrhythmus eintauchen und auch in unseren Herzraum wahrnehmen, begebe ich mich in diese Stille. Ich möchte es kurz erklären, für manche, die das nicht, aber sie soll jeder eigentlich seinen Weg selber finden. Ich verbinde die Herzgegend, meinen Herzraum, mit meinem dritten Auge innerlich und hinten hier im Nacken mit einem Punkt, so ein Dreier, Punkt ist es, und lasse dann die Energie, zuerst verbinde ich mich mit der Mutter Erde, Gaia, die Erdung, das Magnetfeld, lasse es fließen durch mich hindurch, durch diese drei Punkte und dann in den Kosmos, und dann langsam, wenn ich in dieser Dreigestirn, nennen wir es mal so, drei Punkten, bin durch die innere Stille, löse ich langsam diese Verbindung auf, diese magnetische Verbindung. Es ist dann einfach nur mehr ein Seinszustand, zu mehr du eintauchst, zu mehr lässt du alles los und kommst in diesen Impuls rein und alles, was ich momentan dann noch wahrnehme, ist eigentlich der Impuls, dieser Herzschlag in mir. Und dieser Impuls gibt mir auch einen gewissen Rhythmus vor, mich fallen zu lassen. Und dann tauche ich ein in diese Vorstellungskraft. Wenn du irgendwo dich hin auf eine Reise begeben möchtest, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Garten Eden,
Paradies oder was auch immer du dir vorstellst. Und das will ich jetzt für einen kurzen Moment, für ein paar Minuten verinnerlichen und vormachen und möchte dich einladen, es für dich auch zu machen. Denn es ist wirklich eine sehr angenehme und wunderbare Erfahrung, die wir machen können. Und mit der Zeit wirst du dich auf diese Zeit immer wieder freuen, wenn du sagen kannst, jetzt bin ich ein Reisender zwischen den Welten und das bewusst. Also, wenn du willst, komm mit in die innere Stille. Ist wie ein Sonnenaufgang, Felder und Wiesen und so in diesem Sonnenlicht eingetaucht, weil in der Ferne dieser Sonnenaufgang mit dem Himmel so blau übergang in den Kosmos. Es funkeln Sterne. Und ich sehe vor mir so diese Sterne, diesen Kosmos. Unten durch mir so einen bläulichen Lichtschein. Und dazwischen dieses Pulsieren dieser blau-weißen Atmosphäre, quasi um die Erde. Aber in diesem Schimmer sitze ich drin, also ich bin nicht draußen und ich bin nicht mehr verbunden mit der Erde, sondern in diesem Feld. Es ist ein Moment und das kann man für sich selber machen, solange du das so empfindest. Es ist ein wunderbares Erlebnis, in diesen Seinszustand einzutauchen und dann mit deinem Bewusstsein, also nicht mit dem Verstand, also du fliegst raus, also mir geht es jedenfalls so, also ich weiß nicht, wäre natürlich interessant, von jemandem auch Feedback bekommen, wenn du das probierst, wie es euch geht. Mir geht es so, weil du in den Verstand reingehst und es versuchst zu verstehen, zu begreifen und festzuhalten, vielleicht fliege ich raus. Also nur wenn ich in diesem Bewusstseinszustand bin, in diesem Seinszustand und dann eben von inneren Impuls her meine Wahrnehmungskräfte, die will ich gar nicht jetzt näher beschreiben, weil sie sehr ähnlich sind unserer normalen Wahrnehmung. Nur eben nicht im physischen Sinne, dass eben wir diese physische Welt wahrnehmen, sondern innerlich, wie eine Illusion, sage ich mal, wie ein Traum. Das ist nichts Physisches. Und das kann alles sein, was du wahrnimmst und annimmst dann für dich als deine momentane Realität. Egal, ob jetzt, du weißt auch nicht im Außen, ob es eine Illusion ist, was wir erleben. Also diese erschaffene Welt, die du in dir schaffst. Diese Welt, diese, was weiß ich,
in was für einer Dimension wir dann sind. Man spricht ja von vierten, fünften oder mehr Dimensionen. Und nimm es wahr und ich schaffe dir deine Welt, in die du dann als Reisender in diesem Sinne eintreten kannst und es wahrnehmen kannst. Und spüre in dich hinein, was da stattfindet. Und das ist ein interessanter Schritt für uns selbst, um uns selbst wahrzunehmen. Nicht nur jetzt als physischer Körper, als der Mensch, der ich bin, sondern dass ich einfach in dieser Welt wahrnehmen kann, dass es da einen Tick mehr gibt, als nur dieser Körper. Ja? Okay, ich möchte dich einladen, es zu machen. Und wäre schön, wenn ich von dir Feedback bekomme, wie es dir dabei geht. Okay, bis dahin, eine schöne Reise, viel Erfolg dabei und ich wünsche dir alles Wunderbare dabei. Okay, tschüss, bis zum nächsten Video.